Dem ist es auch helfen. Ne, bei dem hilft Frost eher. Das da ist auch voll. Nein, nicht Wasser. Nimm Frost, das ist besser. Ihr seid Wasser, würde ich jetzt mal sagen. Au. Au, Entschuldigung. Aua, ey. Oh, ah, da ist hier wieder einer. Was das? Natürlich. Warte, wie riech ich jetzt mal mit meinem Schwert? Na gut. Ich muss den nächsten. Aua. Okay, das dauert recht lange. Ah! Ich greift seinen eigenen Kollegen an. Was? Jetzt hat er seinen eigenen Kollegen angegriffen und hat viel Schaden gemacht. Alter. Hey, ich bin nicht mal nass. Du bist nicht feucht. Unnötig, das kann man sagen. Und was will Vladimir schon wieder sagen? Der Tod ist gleich davor. Und wenn ihr einfach kurz die Lage erläutert, wird euch sicher weiter hell. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Naja, alte Deko. Schade. Tod. Fernreisen vermitteln. Kauert nieder, flüchtiger Sterblicher. Ruhe! Ihr seid nicht tot und doch seid ihr hier. Mir scheint, ihr befindet euch auf einer Einbahnstraße in die ewige Verdammnis. Das ist der Tod, den ich schon eigentlich mal spielen wollte. Ernsthaft, wir müssen gegen den Tod kämpfen. Was sind das? Das ein Bosskampf. Er kann es one-hitten. Immer. Also mach Lebensminen um dich, wie du kannst. Oh, das ging ja schnell. Das funktioniert jetzt genauso. Ja, aber mit Lebensminen bist du sicher. Mann, Singleplayer war der Kampf richtig scheiße. Hey! Ihr seid mächtig, Sterblicher. Zum Glück bin ich zufällig Teilhaber eines Reisebüros. Ich befördere euch zurück in eure Welt. Gratis. Ach, solltet ihr meine Dienste nochmal brauchen, wählt einfach die 0900 Sensenmann. Er lernt Todesbeschwörung. Fuck yeah! Hey, ich will seine Sense! Die kriegst du nicht. Erst gibt mir Vlad sein Schwert nicht und dann gibt Tod seine Sense mir nicht. Ich bin echt enttäuscht von dem Spiel. Ach Mensch, du hast einfach zu hohe Ansprüche, Alex. Aufgehalten in Ruinen. Die Kette der Fehlinterpretationen riss nicht ab. Die Zauberer suchten die kämpferische Auseinandersetzung mit dem Tod selbst. Der Tod, berechte Nichte, betrachtet ein lieber Kerl, entschloss sich, den Zauberern zu helfen und teleportierte sie in die Gallierhöllberge, wo Fafnir seit Urzeiten hausen soll. Die Kälte war schneidend. Fürchterlich. Aber die Silhouette eines nahen Schlosses entzündete einen wärmenden Funken Hoffnung. Musst du bei Zwischenansprachen immer dein Mikro richten? Ich hab bloß ans Mikro gegriffen, um es kurz auszuschalten. Oh. Brandrodung! Schon mal von Sozialkompetenz gehört? Ist es denn so schwer, während einer Ansprache Vlads nicht in der Chipstüte rumzugraben? Ich muss gerade was aufschneiden, tut mir leid. Ich hab das ja nur ich ärgere dich doch nur. Wie dem auch sei, anscheinend sind wir irgendwo in der Nähe unseres Bestimmungsortes gelandet. Aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Komm ich jetzt nicht in den Handschuh? Achso, warum bist du ausgerechnet jetzt in den Handschuh? Keine Ahnung. Ich bin doch vorher noch ohne Handschuh. Nicht schlecht. Okay. Pass auf, es wird jetzt nicht wirklich besser. Ah, verdammt. Ah, nein, Asa, nein! Wow. Du bist ja froh sein, dass ich eine Hälfte habe. Was ist?
so froh sein, dass ich den Eisspalter habe. Ich könnte es natürlich auch einfacher machen. Nämlich so. Oh, toll. Ich sehe, hast du ihn schon getötet. Ach komm. Sei nicht so bissig. Du hast doch nichts verloren. Hat doch überhaupt keine Konsequenzen für dich gehabt. War das wirklich notwendig? So. Donnerkeil sind ja echt kein Problem. So, jetzt sind wir endgültig quitt. Wieso? Wenn mich vorhin schon mit Donnerkeil getötet hast, jetzt gerade eben noch einmal. Aber keines von beiden war Absicht. Trotzdem, noch weiter davor hast du schon öfters getan. So, um die Krimi. Ja, und dafür hattest du dich bereits gerecht. Nein, nicht immer. Noch nie immer. Oh, ganz klar. So oft wie du mich am Anfang getötet hast, habe ich dich noch nie geschlagen. Na, egal. Brenne. Ich weiß. Ha. Geilste Tür aller Zeiten, oder? Ja. So. Hier kann man leider. Was? Ja. Das geht mir alles zu langsam. Dass ich da rum hin und her rennen muss. Na dann. Zum Glück sind die alle anfällig für Feuer. Verbrenn. Du bist echt schlau, ey. Na komm, der nimmt gut Schaden durch Verbrennen, durch Feuer. Hat doch funktioniert, also. Ja, du hältst mit Fett und Flammen drauf, wo ich genau mittendrin stehe. Ja, das ist aber nicht mein Problem, dass du mittendrin stehst. Ja gut, jetzt hab ich dich aus Versehen fast in Reim geschworen. Aber wenn du immer vor ihnen stehst, Fett und Flammen ja, ist mal die ultimative Waffe gegen die, wenn man keinen Blitzschlag hat. Okay, jetzt können wir mal unsere Untotenbeschwörung auspacken. Oder so. So, den lass mich jetzt so töten. Frostspalter. Ich sag dir, die nächsten Gegner wären etwas schwieriger. Noch 700. So. Was du sagst, das ist heiliger Boden. Ihr werdet für euer Eindringen büßen. Und die können sich alle porten und Schilder machen. Was? Du bist echt schlau. Was denn? Hab ich gerade. Was hast du gezaubert? Sicher? Ja. Das war doch der falsche Zauber. Ja. Aber du standst doch neben mir und nicht vor mir. Ja, ich muss es nicht doch mal vorlesen. Das wäre der einzige Gegner, der diesen Zauber erstmal überleben. Tja, daneben. Immer noch daneben. Scheiß Hacksfresse. Okay, ich leg ihn zurück. Achso, na dann. Hey, und nein, warte. Ja, ich warte ja. Stopp, nein, stopp, meine Fresse! Jetzt putzt sich alles wild durcheinander. Gib mir mein Schwert zurück. Ja, gleich. Kannst du irgendwas. Ah, ja, hier ist mein Diskus. Warte. Habe ich jetzt immer noch Glas? Ja, ich denke, das ist eine Richtigkeit. Nein. Das Schwert ist weg. Nein, das muss hier irgendwo liegen. Ah, scheiße, das gebe ich weg. Es ist in den Boden gesunken. Vor Scham über seinen Besitzer. Oh. Nimm den Zwergenstab, bitte. Der ist schlecht.
So, komm her, der Kampf wird nicht leicht. Jedenfalls war es im Singleplayer nicht. Und nochmal. Warum? So. Auf die ganze Zünden, auf die ganze Zünden! Danke. Was ist jetzt passiert? Ich war definitiv nicht nass. Nicht womöglich meinen Handschuh aktiviert? Deckung! Wow, eine Butcher! Waa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 
jetzt mach die Blitze. Oh mein Gott, sind sie nass, wenn man da ein bisschen Blitz drauf macht. Das ist kein super Schadensbooster, Alex. Guck mal, dieser mein Blitzstrahl hier, der macht die auch so schon nass. Während der Blitze verschießt, also. Hervorragende Leiter für die ganze Sache. Wie bitte? Ja, das ist. Warte, raus, da ein Handschuh liegt. Ja gut, du frostest hier.